Da gibt es so viele Menschen, die nicht Bescheid wissen. Und sie wissen nicht Bescheid, weil die Medien gekauft sind und dafür bezahlt werden. Das ist ein unglaublicher Betrug an der amerikanischen Bevölkerung, wenn ihr ihnen die Wahrheit nicht erzählt, weil ihr Angst habt. Denn wenn ihr die Wahrheit erzählt, dann nehmen euch eure Chefs die Jobs weg. Das ist ein unglaublicher Zustand. Ihr habt keine Demokratie, wenn ihr keine freie Presse habt. Ihr seid alle Sklaven und ihr liebt das. Deshalb verdient ihr auch, was ihr bekommt, nämlich den Zerfall eurer Demokratie. Ihr werdet bald eine weltweite zufriedene Viehherde sein. Das ist eine verdammte Schande. Das ist der Grund, warum die Kinderplätze in New York, Boston, Washington, Chicago, San Francisco und in anderen Städten besetzen. Und warum? Weil sie euch nicht mehr als brauchbare Informationsquelle betrachten. Schaut nur einmal, wie lange ihr gebraucht habt, um über das zu berichten, was dort in New York vor sich geht. 2 Wochen habt ihr dazu gebraucht, weil dieselben Leute, welche die Banken kontrollieren, kontrollieren auch die Medien. Ihr alle wisst das, aber ihr traut euch nicht, das zu sagen. Gott hat das Farrakhan aufgetragen. Und vielleicht werdet ihr eines Tages den Mut finden, um aufzustehen und Amerika freie Medien zu geben. Eine wirkliche, freie, vierte Macht. Aber im Moment seid ihr es einfach nicht wert, euch überhaupt zu beachten. Hell, I'm not hiding nothing. You need somebody to tell the truth. Ihr braucht jemanden, der die Wahrheit erzählt. Ihr braucht jemanden, der keine Angst davor hat, für die Wahrheit zu sterben, die euch frei machen könnte. Weil ihr nicht frei seid. Und ihr wisst wirklich nicht, was es bedeutet, ein freier Weißer, ein freier Schwarzer, ein freier Mexikaner, ein freier Araber zu sein, wenn ihr davor Angst habt, die Wahrheit zu sagen. Welche Zukunft werden eure Kinder haben in einer Zukunft, in einer Gesellschaft, in der die Wahrheit in den Rinnstein gekehrt wird? Ich danke Gott für den jungen Menschen, welcher diese wunderbare Technologie, das Internet, erfunden hat. Steve Jobs. Das ist der Mann, der den gesamten Planeten befreit. Von dem Zbigniew Brzezinski einmal sagen konnte, gestern war es leichter, 1 Million Menschen zu kontrollieren, als 1 Million zu töten. Heute sagt er, es ist leichter, 1 Million zu töten, als zu kontrollieren, weil der Geist aus der Flasche ist, die Katze ist aus dem Sack. Die Menschen auf der ganzen Welt wachen auf. Und auch ihr müsst aufwachen und Amerika befreien, dann werdet ihr eine Zukunft haben und eure Kinder werden eine Zukunft haben. Aber wenn ihr Angst habt, Angst vor was? Ihr werdet sowieso alle einmal sterben. Wohin könnt ihr dem Tod entfliehen? Wenn ihr Amerika liebt, dann kämpft dafür, dass Amerika befreit wird.